Willkommen zu unserer kleinen Sonderauskopplung der Folge 009 vom Let's Play Mass Effect. Ich habe mich dann dazu entschieden, eine Sonderfolge zu machen, weil ich, wie angekündigt, mich um den Codex kümmern möchte. Und mir ist aufgefallen, wir haben so viel Codex, das hier allein ist der Sekundärbereich, dass wir damit zwei weitere Folgen füllen können. Und deshalb machen wir das jetzt so, falls euch das nicht interessiert, dann könnt ihr mit der Folge 010 weitermachen und die Folgen 009.2 und 009.3 ignorieren. 009.2, also in dieser Folge, werden wir uns jetzt mehr um den Sekundärbereich kümmern des Codex und in 009.3 werden wir uns dann dem Primärbereich annehmen, der auch nochmal genügend bietet, um eine weitere Folge zu füllen. Hier im Sekundärbereich werde ich persönlich wieder viel Spaß haben, weil ich wieder eine ganze Menge selbst vorlesen muss. Ich habe ja früher schon mal angekündigt oder bemerkt, dass das nicht unbedingt meine Stärke ist und dass ich glaube, dass sich das in Zukunft noch ein bisschen ändern wird, dass ich daran mehr Übung bekommen werde. Und deshalb fangen wir jetzt auch einfach mal an, damit ich eben ein bisschen trainieren kann, sozusagen. Und beginnen mit den außerirdischen Nicht-Ratsvölker im Sekundärbereich unseres Codex, wo wir wieder eine ganze Menge lernen werden über die Hintergründe von Mass Effect. So, außerirdische Nicht-Ratsvölker, wie gehabt. Da haben wir den ersten Punkt: Kroganer, kroganische Rebellionen. Hier, so einen haben wir ja schon in der letzten Folge kennengelernt und auch in unser Team aufgenommen, das war Rex. Gut. Und hier steht: Unmittelbar nach den Rachni-Kriegen expandierte die rapide anwachsende Bevölkerung der Kroganer zu Lasten ihrer Nachbarn. Die Warlords forderten die Kriegsveteranen auf, neue Lebensräume zu erschließen, solange die anderen Ratsvölker ihnen wohlgesonnen waren. In den folgenden Jahrhunderten eroberten die Kroganer eine Welt nach der anderen. Der Hunger der Kroganer nach neuen Welten schien unstillbar zu sein. Als der Rat die Kroganer aufforderte, sich von der asarischen Kolonie Lucia zurückzuziehen, reagierte der kroganische Overlord Kredak daraufhin wenig diplomatisch, indem er den Rat drohte und wutentbrannt die Zitadelle verließ. Aber der Rat hatte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Denn bereits vor diesem Vorfall waren die besten STG-Agenten und Asari-Jägerinnen in einer geheimen Beobachtungseinheit zusammengefasst worden, der Abteilung Special Tactics in Reconnaissance. Die Spectres eröffneten den Krieg gegen die Kroganer mit gezielten Schlägen auf strategische Ziele des Gegners. Ganze kroganische Planeten versanken aufgrund eines in das Extranet eingespeisten Computervirus in Dunkelheit. Sabotierte Antimaterie-Raffinerien wurden in blau-weißen Explosionen pulverisiert. Hauptquartiere wurden durch Selbstmordanschläge mit Raumfrachtern in Schutt und Asche gelegt. Ja, da ging's alles her. Aber dennoch wurde dadurch das Unvermeidliche nur aufgeschoben. Als der Krieg gegen die Kroganer schon verloren schien, trat der Rat erstmalig in Kontakt mit den Turianern, die auf die Bedrohung durch die Kroganer mit einer Kriegserklärung reagierten. Selbst aus der vom Rat und den Kroganern abgewandten Galaxis-Seite heraus waren die Turianer in der Lage, blitzschnelle Angriffe in die schwach gesicherten Gebiete der Kroganer auszuführen. Die Kroganer antworteten darauf, indem sie Raumstationen und Asteroiden auf turianische Kolonien stürzen ließen, entschuldigt bitte. Drei Welten wurden so stark beschädigt, dass sie als unbewohnbar abgeschrieben werden mussten. Aber gegen die Turianer erwies sich diese Kriegsführung als kontraproduktiv. Jeder Turianer sieht sich an erster Stelle als Diener seines Volkes und ist jederzeit bereit, sein Leben zum Schutz der anderen zu opfern. Die Strategie der Kroganer führte nicht zur Kriegsmüdigkeit bei den Turianern, sondern stärkte nur ihren Widerstandswillen. Durch das Eingreifen der Turianer wurden viele Welten davor bewahrt, der Brutalität der marodierenden Flotten der Warlords zum Opfer zu fallen. Aber erst die Entwicklung der Genophage-Biowaffe vermochte diesen Krieg zu beenden.
Die Jahrzehnte danach waren von Aufständen geprägt. Aufständische Warlords und Gruppen weigerten sich zu kapitulieren und verbargen sich in den galaktischen Grenzbereichen, um Piraterie zu betreiben. Ja, wie gesagt, das Vorlesen muss ich noch ein kleines bisschen üben. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe auch einen kleinen Tipp für euch, wenn euch das aufregt, wie ich vorlese, dann pausiert es einfach, lest es soweit selbst, wie ihr möchtet, und dann startet ihr wieder an der Stelle, wo ich wieder nach unten gescrollt habe, und dort könnt ihr dann selber weiterlesen. Das ist dann ein bisschen umständlicher, aber so umgeht ihr zumindest meine Vorlesekunst. Also geht ihr dieser aus dem Weg. Gut, wenn euch das aber nicht stört, dann lese ich jetzt mal weiter bei den Quarianern und deren Pilgerreise. Auch ganz interessant, schätze ich mal. Wenn die jungen Quarianer der Migrantenflotte das Erwachsenenalter erreichen, müssen sie ihr Geburtsschiff verlassen und eine neue Crew finden, die sie als ständiges Mitglied aufnimmt. Als Eignungsbeweis müssen die jungen Quarianer sich auf eine Reise begeben und eine wertvolle Mitgift zurückbringen. Dies dient dazu, dem vorgesehenen neuen Captain zu beweisen, dass sie, in Anbetracht der knappen Ressourcen, dem zukünftigen Schiff nicht zur Last fallen werden. Diesen Prozess nennen die Quarianer die Pilgerreise. Dieses Ritual der Pilgerreise dient natürlich auch dazu, die genetische Vielfalt innerhalb der weitgehend in isolierten Zellen lebenden Bevölkerung der Migrantenflotte zu wahren. Die Gefahren durch Inzucht wären zu groß, wenn die Heranwachsenden ihre Schiffe nicht verlassen, sondern sich nur dort vermehren würden. Als Vorbereitung auf die Pilgerreisen erhalten die Quarianer Implantate, um ihr Immunsystem zu stärken. Durch das Leben an Bord der Migrantenflotte, in einer sterilen und vollständig kontrollierten Umgebung, haben die Quarianer praktisch kein eigenes funktionierendes Immunsystem mehr. Wir gehen gleich zum nächsten Punkt über, da unsere Zeit ein bisschen knapp bemessen ist, werde ich hier nicht so viel dazu sagen. Und das ist dann Citadel und galaktische Regierung. Da haben wir den Punkt Citadel-Bezirke. Die Mehrheit der Citadel-Bevölkerung lebt in den fünf riesigen Armen der Citadel, den sogenannten Bezirken. Hier befinden sich die Geschäftsbereiche und Wohnviertel der Citadel. Viele Völker haben ihre eigenen Enklaven in den Bezirken gegründet. Die Bevölkerungszahlen und die Lebenserhaltungskosten sind hier extrem hoch, ähnlich wie in den irdischen Städten Hongkong und Singapur. Die Bezirke haben eine vertikal offene Struktur, aus der die Wolkenkratzer herausragen. Diese Türme sind vakuumversiegelt, denn die atembare Luftschicht wird nur bis zu einer Höhe von 7 Metern aufrechterhalten. Diese Atmosphäre wird erzeugt mit Hilfe von Rotation und Zentripetalkraft und eine Art Membran aus dichtem, farblosen Schwefelhexafluoridgas, die von den Masseneffektfeldern präzise in Position gehalten wird. Der Ausblick von den Bezirken ist spektakulär. Im Hintergrund sieht man Sternengebilde wie den Serpentnebel und den nahen, blauen Giganten, die Witwe, vorüberziehen, während die Station sich nur zur Stabilisierung um sich selbst dreht. Davor strahlen fortwährend die Lichter der Gebäude und Fahrzeuge des gegenüberliegenden Bezirksarms. Auf der Citadel gibt es keine echten Tage oder Nächte. Während für die politische Arbeit die Standard-Galaxie-Zeit gilt, scheinen die anderen Geschäfte niemals zu schließen. Die Bevölkerung teilt sich die Zeit zum Arbeiten und Schlafen gemäß ihrer Bedürfnisse ein. Es werden ständig neue oder zusätzliche Ausbauten an der Citadel vorgenommen. Aber diese sind an bestimmte Spezifikationen gebunden und dürfen den Betrieb der Citadel nicht stören. So kommt es manchmal vor, dass die Keeper einen Bezirk aufsuchen und dort, ohne Erklärungen abzugeben, architektonische Änderungen vornehmen. Die Bevölkerung in den Bezirken hat aber gelernt, mit diesen meist nicht nachvollziehbaren Vorgängen zu leben. Wir gehen, wie gesagt, gleich zum nächsten Punkt. Citadel, die Citadel-Sicherheit oder C-Sicherheit. Die Citadel-Sicherheit ist eine der Zivilregierung des Citadel-Rates unterstellte Institution, in der freiwillige Polizeikräfte arbeiten. Die 200.000 Polizisten der C-Sicherheit sind verantwortlich für die Wahrung von Ruhe und Ordnung auf der dicht bevölkerten Citadel.
Sie kümmern sich aber auch um Gesetzesübertretungen im Zusammenhang mit Pirateriedelikten oder Zollvergehen und führen zudem Fahndungs- und Hilfsaktionen durch. Die C-Sicherheit ist in 6 verschiedene Einheiten aufgeteilt. Die Einheit der uniformierten Officers für Straßenpatrouillen und Notfallhilfe nennt sich Präsenzeinheit. In der Untersuchungseinheit arbeiten die Detectives der C-Sicherheit. Sie untersuchen die Hintergründe und Motive von Taten und bringen die Kriminellen vor Gericht. Die Zolleinheit ist verantwortlich für die Kontrolle der vielen tausend Passagiere und Container, die jeden Tag im Citadel-Hafen eintreffen. Die Netzwerkeinheit kümmert sich um Cyberverbrechen. Dazu zählen Verletzungen von Urheberrechten, Angriffe durch Hacker und Virenangriffe sowie alle Formen illegaler künstlicher Intelligenzen. Für Notfälle wie Geiselnahmen, Bombenanschläge und schwer bewaffnete Täter wurde die Spezialeingreifeinheit gegründet. Bei einem allerdings sehr unwahrscheinlichen Angriff auf die Citadel bilden sie zudem die erste Verteidigungslinie. Aus diesem Grund steht ihnen Militärausrüstung zur Verfügung. Die Patrouilleneinheit ist die im Citadel-Cluster stationierte Raummarine der Citadel-Sicherheit. Diese Einheit zeigt selten Präsenz auf der Citadel und befindet sich auf ständiger Patrouille. Der Dienst in der C-Sicherheit gilt als besondere Ehre. Um sich für diesen Dienst melden zu können, müssen die Bewerber einen Citadel-Botschafter oder einen Botschafter eines assoziierten Volkes als Fürsprecher angeben können. Die Bewerber können zumeist mehrere Jahre Erfahrung im Militär- oder Polizeidienst nachweisen. Aber auch besonders talentierte Nachwuchskräfte erhalten eine faire Chance. Die Beziehungen zwischen der C-Sicherheit und den Spectres sind nicht immer reibungsfrei. Viele C-Sicherheitsmitglieder, insbesondere Executor Venery Palin, sind der Meinung, dass es gefährlich sei, die Spectres außerhalb der Gesetze arbeiten zu lassen. Die Aktionen von Saren Aterius scheinen seine Einschätzungen bestätigt zu haben. Und die Spectres wiederum können nicht akzeptieren, dass die konkrete bis penible Arbeitsweise der C-Sicherheit zum Teil ihre eigenen Untersuchungen behindert. Citadel, Präsidiumsring. Der Ring ist ein abgeschlossener, parkähnlicher Bereich und dient der Verbindung... Entschuldigt bitte, ich fange nochmal vorne an. Wie gesagt, ich muss das Vorlesen noch ein bisschen üben. Der Ring ist ein abgeschlossener, parkähnlicher Bereich und dient als Verbindungseinheit zwischen den einzelnen Bezirken. Im Innenbereich befinden sich die Botschaften der einflussreichen Völker und die Privatresidenzen der galaktischen Elite. Im Präsidium befinden sich unzählige Open-Air-Restaurants und Bars und aufwendig gestaltete Freizeitbereiche. Die Schwerkraft beträgt ca. 1/3 des Erdniveaus. Auf der Innendecke des Rings wird ein künstlicher Himmel projiziert. Und im Gegensatz zu den Bezirken, wo es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt, existiert im Präsidium ein Tag-Nacht-Schema mit einem 20-Stunden-Tag, von dem 6 Stunden als Nacht gelten. In dieser Zeit wird das Licht gedimmt und am Himmel des Präsidiums wird ein Tag- und Nachtzyklus aufgespielt. Die Büros und Residenzen sind oftmals frei zugänglich. Einige Botschaften haben sogar gar keine regulären Außenwände. Aufgrund der beachtlichen Präsenz der Citadel-Sicherheit und den effektiven Überwachungssystemen des Präsidiums gibt es dennoch keine Probleme mit Kriminalität. Jeder potenzielle Dieb wird blitzschnell identifiziert und gestellt. Im Ring befinden sich auch die Raumhäfen der Citadel. Da sich die Häfen nahe des Citadel-Zentrums befinden, ist die Rotationswirkung hier am geringsten und die reduzierte Schwerkraft erleichtert das Handling von Frachten. In den Docks der Citadel werden täglich hunderte von Raumschiffen abgefertigt. Jedes Volk, das mit einer eigenen Botschaft auf der Citadel vertreten ist, hat Anrecht auf ein eigenes Dock. Der Turm in der Mitte des Rings beherbergt die Administration des Citadel-Rates. Der Turm ragt etwa 1 Kilometer aus dem Ring heraus und scheint parallel zu den Armen der Bezirke aus der Station herauszuschießen.
Da sich der Turm direkt auf der Rotationsachse der Station befindet, ist hier die Zentrifugalkraft am geringsten. Die Schwerkraft wird mittels Masseneffektfeldern in einem 90-Grad-Winkel zum Präsidiumsring und den Bezirken erzeugt. An der Basis des Turms befindet sich das sogenannte Konsulatsdock. Die kleinen Shuttle, die hier anlegen, werden für diplomatische Kuriertransporte oder Spectre-Aufträge eingesetzt, können aber auch die Ratsregierung im Notfall evakuieren. Ich muss mich nochmals entschuldigen dafür, dass ich mich immer mal wieder verlese. Wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit. Citadelle. Statistiken. Die Citadelle ist natürlich mit Element Zero-Kernen zur Erzeugung von Masseneffektfeldern ausgestattet. Aber für die Schwerkraft sind hauptsächlich die Zentripetalkräfte der Rotation verantwortlich. So, jetzt haben wir hier verschiedene Daten der Station, die werde ich jetzt alle mal im Einzelnen vorlesen. Rotation, 3,5 Minuten pro Umdrehung. Rotationsschwerkraft in den Bezirken, 1,02-fache Erdschwerkraft. Rotationsschwerkraft im Präsidium, 0,3-fache Erdschwerkraft. Gesamtlänge, geöffnet, 44,7 Kilometer. Durchmesser, geöffnet, 12,8 Kilometer. Länge der Bezirke, 43,6 Kilometer. Durchmesser der Bezirke, 330 Meter. Durchmesser des Präsidiumsrings, 7,2 Kilometer. Weite des Präsidiumsrings, 553 Meter. Dicke der Außenpanzerung, 13 Meter. Bevölkerung, 13,2 Millionen. Keeper nicht mit einbezogen. Bruttogewicht, 7,11 Milliarden Tonnen. Höhe des Präsidiumsturms, 1047 Meter. Also ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie viel Mühe die sich hier gegeben haben, um bis ins letzte Detail diese Welt zu skizzieren. Also die haben hier wirklich viele Details mit reingebracht. Ich bin echt beeindruckt. Gut. Wir machen mal weiter. Menschen und die Allianz. Okay. Allianz Militärjargon. An Land gehen. Ja gut, solche Sachen. Hier wird einmal quasi der Sprachgebrauch des Militärs erklärt. Ich werde das jetzt auch alles mal der Vollständigkeit vorlesen. Ich denke mal, wir werden hier obwohl bestimmt einiges bekannt ist, werden wir hier bestimmt auch einiges Neues lernen, was nur auf Mass Effect anzuwenden ist. Ansonsten kennt man solche Sachen bestimmt auch aus anderen Science-Fiction-Szenarios. Gut, aber wie gesagt, ich fange jetzt an, das auch mal vorzulesen. An Land gehen. Wenn eine Crew ihr Schiff verlässt, nennt man dies an Land gehen. Dies bezieht sich normalerweise auf Planeten, kann aber auch für Besuche auf Raumstationen verwendet werden. Anker lichten. Wenn ein Raumschiff alle Haltevorrichtungen, in denen es auf einer Station, mit denen es auf einer Station oder einem Dock festgemacht ist, löst, wird dies Ankerlichten genannt. Zubefehl. Die korrekte Weise, die Ausführung eines Befehls zu bestätigen. Auf den Befehl, eine Position anzugreifen, lautet die korrekte Antwort Zubefehl. Wenn ein Soldat dagegen gefragt wird, sind Sie stolz darauf, ein Marine zu sein, lautet die korrekte Antwort Jawohl. ASAP. Englischer Begriff, der ASAP ausgesprochen wird. Steht für As soon as possible. Übersetzt so schnell wie möglich. Einhalten. Stoppen. Etwas beenden. Brücke. Das Navigations- und Kontrollzentrum eines Raumschiffes. Von hier aus wird das Schiff gelenkt. Entschuldigt bitte. Schiffsgericht. Ein inoffizielles Disziplinarverfahren, das von den Schiffskommandanten geleitet wird. CIC. Das Combat Information Center. Die Operationszentrale eines Schiffes. Das CIC ist voller Sensordisplays, mit deren Hilfe das Schlachtchaos kontrolliert werden soll. DC.
steht für Damage Control oder übersetzt Schadenskontrolle. Die Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Schäden an Raumschiffen. ECM steht für Electronic Countermeasures. Übersetzt elektronische Gegenmaßnahmen. Zu den ECM-Maßnahmen zählen das Blockieren oder das Ausweichen feindlicher Sensoren mittels passiver Strahlung bis hin zu aktiven Störmaßnahmen. EVA steht für Extravehicular Activity oder übersetzt Außenmission. Dieser Begriff bezeichnet Aufträge im Druckanzug außerhalb eines Fahrzeugs oder eines Raumschiffes oder einer Station. Flanke. Die Flanke bezeichnet die Seite einer Militärformation. Wenn die Blickrichtung der Soldaten in eine andere Richtung geht, kann man mit einem Flankenangriff auf diese Formation die feindlichen Reihen aufspalten. Bodenlandung. Bezieht sich auf die Oberfläche eines Planeten. Steuermann. Das Crewmitglied, das das Raumschiff navigiert. Laydar. Kurzwort für Laserradar oder Laserscans. Ein aktiver Sensor, der Informationen über Position und Distanz entfernter Objekte liefert. Die so mit dem Laydar empfangenen Daten können als dreidimensionales Bild zusammengesetzt werden. Landeeinheit. Crewmitglieder eines Raumschiffs, die auf offizielle Missionen an Land gehen. Schleichfahrt. Ein alter Begriff aus der U-Boot-Kriegsführung, der nur auf der Normandie für den Einsatz der Tarnsysteme verwendet wird. SITREP. Abkürzung für Situationsreport. Eine prägnante Einschätzung der aktuellen militärischen Situation. Raumfahrer. Personen, die meiste Zeit ihres Lebens im All verbracht haben. XO. Executive Officer. Der zweite Befehlshaber an Bord eines Allianz-Kriegsschiffes. Der XO ist verantwortlich für die administrativen und Personalangelegenheiten. Ja, sowas gab es auch, also ich habe sowas das erste Mal in der Serie Battlestar Galactica kennengelernt. Ist auch sehr gut, die Serie. Nur zu empfehlen. Da gab es jedenfalls auch sowas. Habe ich mich gerade daran erinnert gefühlt, deshalb erzähle ich sowas. Gut, den zeitlichen Ablauf hatte ich in einem früheren Video schon mal vorgelesen. Deshalb gehen wir jetzt weiter zu Schiffe und Fahrzeuge. Raumschiffe. Fregatten. Fregatten sind leichte Eskorten- und Aufklärungsraumschiffe. Sie sind oftmals mit Guardian-Systemen zum Schutz größerer Schiffe vor Jägern ausgerüstet und werden von einem Squad Marines für Sicherheits- und Landeeinsätze begleitet. Im Gegensatz zu größeren Schiffen können Fregatten auf Planeten landen. Die Antriebssysteme von Fregatten ermöglichen Reisen mit hoher Überlichtgeschwindigkeit. Zudem verfügen sie über proportional gesehen besonders starke Triebwerke und extrem leichtes Gewicht, was sie außerordentlich manövrierfähig macht. Durch ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sind Fregatten im Raumkampf gegen Distanzbeschuss geschützt. Bis die Projektile den Aufschlagspunkt erreicht haben, sind sie schlicht nicht mehr an der gleichen Stelle. Bei flotten Raumkämpfen werden die Fregatten zu Flottillen mit 4 bis 6 Schiffen formiert, die sich Wolfsrudel nennen. Wolfsrudel jagen durch die feindlichen Formationen und greifen Schiffe an, deren kinetische Barrieren Schaden durch die Disruptor-Torpedos von Jägern genommen haben. Das Wolfsrudel umkreist die angeschlagenen Feindschiffe, während sie selbst durch überlegene Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit dem Beschuss ausweichen. Die Allianzfregatten werden nach den großen Schlachten in der Geschichte der Menschheit benannt. Die Normandie scheint eins davon zu sein. Raumschiffe. Jäger. Jäger sind kleine Raumschiffe, die von nur einem Piloten geflogen werden. Durch ihre geringe Größe können sie mit vergleichsweise hochleistungsfähigen Element Zero-Kernen ausgerüstet werden, wodurch sie schneller beschleunigen und besser manövrieren können als größere Raumschiffe. Mit der Einführung der kinetischen Barrieren änderten sich die Raumkämpfe von kurzen brutalen Blutbädern zu längeren strategischen Feuergefechten. Die Barriere eines Schlachtschiffes konnte früher nur von dem
Massenbeschleuniger-Projektil eines anderen Schlachtschiffes durchschlagen werden. Dies wiederum endete sich durch die Einführung der von den Jägern abgefeuerten Disruptor-Torpedos, die diese kinetischen Barrieren durchdringen und deren Projektorvorrichtungen ausschalten können. Die Guardian-Verteidigungssysteme der Raumschiffe können nur durch strategische Geschwadermanöver überwunden werden. Bei den Torpedoangriffen der Jäger sind hohe Verluste keine Seltenheit. Wenn die feindlichen Barrieren durch die Torpedos der Jäger beschädigt sind, haben die Fregatten und Kreuzer oft leichtes Spiel, das feindliche Schiff auszuschalten. Abfangjäger sind speziell ausgerüstete Jäger für den Kampf gegen andere Jäger. Sie sind aber nicht in der Lage, andere Kriegsschiffe zu gefährden. Die Abfangjäger werden als Geleitschutz gegen die Angriffe feindlicher Jäger eingesetzt. Raumschiffe, Kreuzer. Die Raumschiffe der Kreuzerklasse übernehmen die weit von der Basis abgelegenen Kampfoperationen. Sie stellen die Arbeitstiere der meisten Flotten dar. Die flinken Fregatten verfügen nicht über ausreichend Schlagkraft in harten Kämpfen und die mächtigen Schlachtschiffe werden als strategische Ressourcen geschützt und nur in kritischen Schlachten geführt. Kreuzer führen eigenständige Routinepatrouillen und Kontrollen in besiedelten Systemen aus und führen die Fregattenflottillen in kleineren Konflikten an. Dazu zählen zum Beispiel Kämpfe gegen Piraten. In größeren Kämpfen leisten Kreuzergeschwader den Schlachtschiffen Unterstützung, indem sie die Flanken gegen die Feinde abdecken, die versuchen, ihre Hauptgeschütze auf die verwundbaren Breitseiten abzufeuern. Die Allianzkreuzer werden nach Städten auf der Erde benannt. Raumschiffe, Schlachtschiffe. Schlachtschiffe sind die ultimativen Waffen in den Raumschlachten. Sie bestehen aus Millionen Tonnen Metall, Keramik und Kunststoff und werden gegen feindliche Schiffe mit ähnlich mächtigen Fähigkeiten eingesetzt. Kein verantwortungsvoller Kommandant würde sich dem Kampf gegen ein Schlachtschiff stellen, wenn er nicht selbst eins befehligt. So, langsam wird die Zunge müde, liebe Freunde, das muss ich schon sagen. Die Feuerkraft eines Schlachtschiffes ist abhängig von der Länge des Hauptgeschützes. Die Länge der Schlachtschiffe beträgt zwischen 800 Metern und einem Kilometer. Die Hauptgeschütze weisen eine entsprechend proportionale Länge auf. Ein 800 Meter Massenbeschleuniger kann ein 2 Kilogramm Projektil alle 2 Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 283 Kilometer die Sekunde beschleunigen. Jedes Projektil hat eine kinetische Energie, die jener von 38 Kilotonnen TNT entspricht. Dreimal so viel Energie wie die Nuklearbombe, die Hiroshima zerstörte. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Alle 2 Sekunden die dreifache Energie der Hiroshima-Bombe. Das hinterlässt einen Krater, das könnt ihr glauben. Gut, aber weiter. Bei der Bombardierung von Planeten geht ein Teil dieser Energie durch Reibung beim Eintritt in die Atmosphäre verloren. Als Faustregel gilt, dass der Luftdruck der Erdatmosphäre etwa 20% der Aufschlagskraft eines Projektils abdämpft. Zurzeit verfügen die Turianer über 37, die Asari über 21 und die Salarianer über 16 Schlachtschiffe. Die Menschen halten 6 Schlachtschiffe, während ein weiteres gerade in der Arcturus-Station gebaut wird. Die Schlachtschiffe der Allianz sind nach Bergen auf der Erde benannt. Everest-Klasse. Everest, Fuji, Elbrus. Kilimanjaro-Klasse. Kilimanjaro, Taishan, Shasta. Und Aconcagua. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ist aber auch nicht so wichtig, der befindet sich sowieso gerade noch im Bau. Ich lenke jetzt mal gezielt davon ab, dass das zwar ein Berg auf der Erde ist und ich ihn vielleicht kennen sollte, aber dass eben neben Orientierung auch Geografie noch eine weitere meiner Schwächen ist. Gut, wir kommen zum letzten Punkt, das ist Technologie. Biotiken. Bioverstärker. Biotika manipulieren Masseneffektfelder mit Hilfe von Element-Zero-Knoten, die in ihrem Nervensystem eingebettet sind und auf elektrische Impulse des Gehirns reagieren. Über Verstärker können die Biotika die Knoten synchronisieren und so Felder entstehen lassen, die stark und weitreichend genug für einen praktischen Einsatz sind.
Verstärker können eine spezielle Fertigkeit oder ein Talent verbessern. Ein Implantat ist ein chirurgisch verpflanzter Interface-Port, in den die Verstärker eingesteckt werden können. Bei Menschen wird dieser Port aus praktischen Gründen meist am Hinterkopf eingesetzt. Allerdings müssen die Träger darauf achten, dass er nicht verschmutzt. Implantatports können eine Vielzahl von Verstärkern aufnehmen. Zudem gibt es auch einen wachsenden Markt für Modifikationen und Zusatzmodule. Die qualitativ hochwertigsten Implantate und Verstärker werden von den Asari gebaut. Aber auch die L3-Implantate der Allianz, die zum ersten Mal im Jahr 2170 verpflanzt wurden, gelten als technologisch fortschrittlich. Credits. Mit der Einführung des einheitlichen Citadel-Bankwesens wurde auch die Standardwährung Credit eingesetzt. Der Wechselkurs des Credit wird von einer Zentralbank in Echtzeit in Abhängigkeit der anderen zulässigen Währungen festgelegt. Daher sind einige regionale Währungen nicht... Nochmal den Satz. Daher sind einige regionale Währungen mehr und andere weniger wert als ein Credit. Weil Bargeld gestohlen oder gefälscht werden kann, sind elektronische Geldüberweisungen mittlerweile die Norm. Vor allem aber kann die physische Übertragung von Scheinen oder Münzen nicht nachvollzogen und damit für Steuerhinterziehung oder den Erwerb von illegalen Gütern missbraucht werden. Nachdem sich die Allianz den Citadel-Völkern angeschlossen hatte, wurden die nationalen Finanzministerien in das Credit-Netzwerk eingebunden. Auch wer sein Konto in mexikanischen Pesos, japanischen Yen oder indischen Rupien führt, kann jedes Produkt zu einem fairen Umrechnungspreis in Credits kaufen. Alle ans Credits-Netzwerk angeschlossenen Ökonomien haben sich verpflichtet, alle Preise in ihre einheimischen Währung und in Credits auszuweisen. So, auf zum letzten Punkt, da habe ich es hinter mir. Aber ich meine, es ist ja wirklich alles sehr interessant. Wir sind ja hier in dieser Sonderfolge nicht ohne Grund, sondern weil uns alle die Hintergründe interessieren. Gut, kommen wir jetzt also zum letzten Punkt. Kommunikation, Verwaltung. Trotz der schnellen Übertragungsraten über die Kommbarken ist die Bandbreite für alle Kommunikationen doch eingeschränkt. Zum Beispiel für den Fall, dass Billionen Anwender gleichzeitig versuchen würden, ihre Nachrichten über eine einzige Kommbarke zu versenden, gibt es Zugriffskategorien. Der Citadel-Rat und die Spectre haben die höchste Kategorie. Sollten sie die ganze Bandbreite ausschöpfen, müssen alle anderen warten. Die nächste Prioritätenkategorie genießen die Mitglieder und Militärs der einzelnen Regierungen. In Kriegszeiten kann die Kommunikation für die Zivilbevölkerung eine Verzögerung von Stunden oder gar Tagen unterlegen sein. Um größere Militäransammlungen aufzudecken und zu beobachten, messen die Geheimdienste deshalb auch die Pingraten im Kommunikationsnetzwerk. Nach der Kategorie der Regierungen und Militärs werden die Bandbreitenkontingente an die höchsten Bieter verkauft. Medienunternehmen, insbesondere Nachrichtennetzwerke, kaufen sich zum Beispiel größere Prioritätenpakete, um ihr Publikum mit den aktuellsten Nachrichten zu versorgen. Auch andere Unternehmen, wie Finanzdienstleister oder Investmentfirmen, die auf zeitgenaue Informationen und ständigen Zugriff angewiesen sind, investieren viel Geld in solche Prioritätenpakete. Die Einnahmen aus dem Verkauf solcher Pakete dienen der Instandhaltung und dem Ausbau des Kommunikationsnetzwerkes. Private Nutzer haben zwar das Recht auf kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf das Extranet, aber sie zählen zur untersten Prioritätenkategorie und müssen damit zum Teil länger auf den Zugriff warten. Bandbreitenwiederverkäufer setzen Investmentkapital ein, um ganze Prioritätenblöcke aufzukaufen und einzelne Kontingente davon an Abonnenten zu vermieten. Ja. Gut. Damit haben wir soweit alles. Im nächsten Video, wie gesagt, machen wir dann den Primärbereich.
Ich denke mir, das wird auch alles nochmal sehr interessant. Und wenn wir dann mit allem durch sind, machen wir auch mit der Story weiter. Ich freue mich, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise hören uns. Bis dahin.